Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir sind nicht mehr bei diesem Dorf. Ich habe mich entschieden gehabt, und zwar aus dem Grund, weil das auch der rote Faden ist, dem wir sowieso folgen sollen. Und ich jetzt weiß durch die Lösung, dass man später ein neues Schiff oder irgendwas kriegt, wo man dann noch weiterfliegen kann. Also ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich das jetzt verloren habe. Das heißt, wir sind wieder hier beim abgestürzten, merkwürdigen Schloss, wo unser Schiff einfach mal abgeballert wurde. Und falls wir noch irgendwelche Höhlen oder so dann später angucken wollen, ich glaube, dann kriegen wir das auch immer noch hin. Hoffe ich jedenfalls. Also ich lese meistens in so eine Sachen immer nur so oberflächlich rein, damit ich mich nicht so viel spoiler oder so. Und von daher weiß ich nur, dass wir jetzt hier hingehen sollen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und ach ja, ist euch sicherlich aufgefallen, ich habe die Berufe geändert. Lunis ist jetzt ein Dunkelritter, Refia bleibt Waldläuferin, Ingus ist ein Weißritter und Ark ist wieder Schwarzmagier. Das habe ich gemacht, weil ich dachte, Lunis war als Rotmagier für mich nie so richtig gut, zumindest im Zaubern. Und das fand ich nicht so toll, deswegen ist er jetzt ein Dunkelritter. Außerdem wollte ich immer, dass er eigentlich ein Nahkämpfer ist. Und er kann jetzt, glaube ich, immer noch trotzdem schwarzmagische Fähigkeiten benutzen. Ich weiß es nicht genau, ich muss es noch ausprobieren. Und Ingus kann ja als Ritter oder Weißritter eventuell ja weiter seine weißmagischen Kräfte benutzen, so wie Vita und so. Von daher brauchen wir ja Ark gerade gar nicht so unbedingt. Falls Lunis halt nicht schwarzmagische Sachen benutzen kann, dann kann es halt Ark, weil als Schwarzmagier war der halt wesentlich stärker und sieht dann auch nicht mehr so doof aus. Und ja, wir haben zwar immer noch keinen Weißmagier, irgendwie, aber bisher haben wir uns auch so ganz gut durchgeschlagen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich fand, die sahen so halt ganz cool mal aus, vor allem Lunis auch. Und jetzt sieht er auf der Karte halt auch ganz anders aus. Und ja, einfach mal wieder was anderes und irgendwie cooler. Vormarsch, kämpft! Diejenigen, die nicht teilnehmen, werden als Verräter bestraft. Und ihr wisst alle, was das bedeutet. Vormarsch, kämpft! Diejenigen, die nicht teilnehmen, werden... Ja, okay, dasselbe. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Schloss Saronia. Niemand darf passieren. Verlasst augenblicklich das Schloss oder ihr werdet es büßen. Okay. Dann können wir ja eigentlich nur in dieses, in diese umgehenden Dörfer mal gehen. Dann gehen wir mal in diese anderen Dörfer hier. Gehen wir mal hier einfach hin. Südöstliches Saronia. Schauen wir uns mal etwas genauer um. Der Turm in der Mitte dieses Bezirks wird Drachenturm genannt. Gerüchte vermuten den größten Schatz der Drachen in seiner Spitze. Ihr wollt den Drachenturm erklimmen? Seid ihr des Wahnsinns? Da wüten die Monster in Scharen. Wie will ich da eigentlich nicht hin? Drachenturm. Ach nö. Gibt's hier noch mehr irgendwie außen? Von da rein? Vielleicht mit unseren Diebesfähigkeiten wieder? Ja. Mocknet, Kupo. Keine Kupo-Nachricht. Ja, ich weiß, dass ich das kann. Nee, ich will noch nicht raus. Ich wollte eigentlich mich noch umschauen. Vielleicht gibt es ja hier auch Sachen zu holen. Oh, jetzt bin ich ganz rausgegangen. Das wollte ich gar nicht. Hier kann man nämlich auch noch hin. Gibt es hier was zu holen in den Büschen? Kann man hier sich heilen? Nee. Wer bist du? Ich habe gehört, dass Prinz Alus aus dem Schloss gewiesen wurde. Prinz Alus. Ah, ein Chocobo. Hab ich dich, Chocobo. Oh. Oh. War da überhaupt noch was? Yeah. Ein Chocobo. Können wir hier über das ganze Schloss flitzen? Ja. Also wir haben noch zwei Dörfer mindestens, die wir uns angucken müssen. Und das da oben. Gehen wir als erstes mal in das da oben. Lass mich mal los. Ich will nochmal da rein. Wie toll. Kriegt man hier mal so zwischendurch ein Chocobo geschenkt. Hier, hallo, kleine Chocobo. War hier noch was in der Ecke? Nee. Hm. Und in der anderen? Ich will's genau wissen. Okay, auch nichts. Man kann auch irgendwie hier nirgendwo rein. Hier ist noch jemand. Saronia wird bis auf die Grundmauern niederbrennen, wenn dieser Krieg noch lange andauert. Was ist denn das hier für ein Krieg? Was ist denn hier los? Wir sind die Helden, die vier Krieger des Lichts.
Speere und Lanzen eignen sich besonders gut zum Kampf gegen fliegende Gegner. Aha, fliegende Gegner? Wieso denn fliegende Gegner? Da rein? Nee. Gut, dann will ich hier weg. Ich glaube, das kriegen wir auch ohne Chocobo ganz gut hin. Es ist ja nicht so weit. Aber wie komme ich denn hier weg? So. Dann hier so lang. Genau. Ja, Defragmentierungsprogramm. Musst du mal kurz einen Cut machen. So, ein Innenladen. Was gibt's hier denn so? Ja, hier könnte man sich nochmal eindecken, aber ich glaube, wir haben alles. So von allem 17, 16, 16, 16. Hier haben wir halt nur drei, brauchen wir aber nicht so viel. Nee, ist okay so. Und heilen muss ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Weiß gar nicht, was mit dem Opa da hinten? Was erzählt der uns jetzt hier so? Hier ist eine kurze Beschreibung eurer Berufe. Schwarzmagier, ja. Waldläufer sind Experte Fernkampf. Beschuss. Ritter sind besonders stolz. Hohe Abwehr. Weißmagie. Dunkelritter sind Krieger der Dunkelklingen. Mit Opferung können sie ihre eigene Lebensenergie für mehr Schaden einsetzen. Oh, das ist also Lunath jetzt. Bin ich ja mal gespannt. Kommen wir hier lang? Oh, hier kann man Zauber kaufen. Tür ist fest verschlossen. Das gibt's ja nicht. Der König hat Saronias Armee geteilt und angeordnet, dass sie sich gegenseitig bekämpfen sollen. Oh. Wir kämpfen sich also gegenseitig, könnten eigentlich Frieden schließen. Ist alles verschlossen. Vielleicht geht das erst, wenn die wieder Frieden geschlossen haben. Einst soll es einen König in Saronia gegeben haben, der so mächtig war, dass er von allen auf der Welt gefürchtet wurde. Ich habe ihn gesehen. Gigameth, der Berater des Königs. Sein Schatten sah so aus wie ein riesiger Vogel, wie dieser Garuda. Ein riesiger Vogel? Ah, hier können wir was kaufen. Ein Blitzspeer und ein Windspeer. Aber irgendwie haben wir niemanden, der sowas benutzen kann. Vielleicht ein Wikinger oder so? Ich weiß gar nicht, welcher das könnte. Auch verschlossen. Keiner darf Schloss Saronia ohne die Erlaubnis seiner königlichen Majestät betreten. Hier kann man sich doch bestimmt... Nein, es ist einfach nur wieder Wasser. Der König hört auf keinen Rat. Der Letzte, der ihm widersprach, fühlte sofort eine kalte Klinge in seinem Herzen. Die Insel südöstlich von hier wird Duster genannt. Sie ist die Heimat der Barden und Geomanten. Ja, da waren wir auch schon. Aber hier gibt es anscheinend auch nicht viel, was wir tun können. Außer, dass hier ein Innenladen ist und so. Ich will ein Chocobo. Oh, bin schon wieder falsch gerannt. Ich nehme den hinteren. Fangen wir mal oben an. Oder doch hier? Ach, fangen wir mal hier an. Südwestliches Saronia. Der König hört auf keinen Rat. Der Letzte, der ihm widersprach, fühlte sofort eine Klinge in seinem Herzen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Was ist hier? Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Chocobo-Forscher und ich habe herausgefunden, wie man den fetten Chocobo ruft. So geht das. Choc, Chococo, Choc, Choco, Choc. Der fette Chocobo erscheint. Mit meinem verhaspelten Chocoruf. Wie? Kann ich dem jetzt was geben? Nee, nicht lagern. Ach, ich kann bei dem was lagern. Entnehmen? Wie witzig. Ich kann da jetzt bei dem was hinpacken. Das ist ja lustig. Ja, aber es ist ja nicht so, als hätten wir keinen Platz. Also, aber wir lagern mal unser Mithril-Schild und... Ja. Witzig. Wie, der kann das jetzt so essen und... Gibt uns das dann immer wieder oder... Wie darf ich das verstehen? Hä, was, wie witzig ist das denn? seid ihr nicht beeindruckt? Doch. Hast du gut gemacht. Voll witzig. Ist hier noch was im Clown? Nö. Gut, dann ist da unser fetter Chocobo. Das ist ja dann jetzt unser Lagerraum sozusagen. Ja,
kalte Klinge im Herzen. Schrecklich. 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 Dieser Jüngling, der gerade in die Schenke ging, sah dem Thronerben zum Verwechseln ähnlich. Aha. Saronia setzt sich aus dem Schloss und 4 Außenbezirken zusammen. Habt ihr diese schon besucht? Nö. Oh. Hört euch das an. Dieses Milchgesicht hier denkt doch tatsächlich, er wäre der Prinz. Ich hoffe, es ist dir klar, welche Strafe dich erwartet, weil du dich als Mitglied der Königsfamilie ausgibst. Hehe, oh, hört auf! Was? Du willst, dass wir aufhören? Dann überzeug uns doch! Oh, düdü! Opferung. Es wird sehr heftig hier. Beschuss. Du brauchst eigentlich nichts machen. Uns geht's super. Magie. Du bist jetzt viel besser wieder. Wir machen Blitz. Kannst du nicht? Dann mach Blitz. Warum geht Blitz ran nicht? Er ist doch Schwarzmagier. Kriegen wir mal einen wenigstens platt? Immer noch nicht. Aber jetzt, oder? Jawohl. Einer weg. Greif mal so an. Greif auch mal so an. Ihr greift einfach mal alle so an. Wir sind gut genug, das können wir einstecken. Jawohl. ...1050 Gil erhalten. 1125 EP. Berufsstufe von Refia gestiegen. Bitte, hört auf. Wir geben auf, Onkel, Onkel. Voll die Idioten. Ich bin Alus, Sohn von König Gorn und der rechtmäßige Thronfolger von Saronia. Ich danke euch für eure Hilfe, tapfere Krieger. Prinz Alus, was geschieht mit diesem Land? Mein Vater, der König, er hat die Soldaten angewiesen, sich zu bekriegen. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Er hat mich noch nicht einmal ausreden lassen und mich dann auch noch aus dem Schloss gejagt. Abenteurer, ich benötige eure Hilfe. Ich muss zurück ins Schloss gehen und meinen Vater dazu bringen, diesen Unsinn zu stoppen. Wir werden euch beistehen, Prinz Alus. Wir werden unser Bestes geben. Um mehr kann ich euch nicht bitten. Ich danke euch. Prinz Alus hat sich der Gruppe angeschlossen. Ach, das ist ja schön. Wie sieht der eigentlich aus mit seinen blonden Haaren? Ja, der ist jetzt voll der Krieger bei uns. Das ist cool. Ihr Schenktyp. Hätte ja auch mal was machen können. Ja, der ist jetzt bei uns. Das ist ja gut, ne? Guck mal hier. Der ist jetzt da. Ja, guck mal, er steht doch vor dir, der Prinz. Dann brauchst du doch nicht schon wieder sagen, dass der ihm ähnlich sieht. Oh Mann, ey. Manchmal sind die so doof hier. Ich habe mich aber hier westlich noch gar nicht umgeguckt gehabt, irgendwie. War hier noch gar nicht. Alle Läden sind auf Geheiß seiner Majestät des Königs geschlossen. Doch es gibt einen Waffenladen, der sich dem König immer noch widersetzt. Ja, waren wir drinne. Aber der hier ist auch zu, ne? Und dann kann man hier planschen. Und hier hoch. Ach so. Ja, Prinzchen, musst du halt auch mal ins Wasser hüpfen. Das ist bei uns so. Wir machen alles mit. Hm. Ja, und wo gehen wir dann hin? So nach rechts schon? Oder nochmal das andere? Ach komm. Was soll's. Hauen wir mal ab und gehen hier ins nächste nördliche Ding. Aber vorher will ich gerne bitte einmal speichern, weil ich das bisher noch gar nicht gemacht habe. So. Nordwestliches Saronia. Der Tunnel unter Schloss Saronia soll bis zum Meer führen, habe ich gehört. Aha. Noch ein Innenladen.
Mhm. Ich überlege gerade, ob ich eine Nacht schlafen soll. Oder es lassen soll. Ach, komm. 320 Gil. Na, bitteschön. Dann schlaft mal schön. Ja, ich habe geschlafen wie ein Stein, wie immer. So, was haben wir hier denn so? Nix. In diesem Dorf muss doch auch was geben. Ach, da geht's nach oben. Dieses Gebäude hier ist die große Bibliothek von Saronia. Allerdings ist sie im Moment geschlossen. Oh, wie schade. Aber ich glaube, wenn wir das alles hier... wenn hier alles wieder in Frieden ist, dann können wir uns das bestimmt alles angucken hier. Alte Legenden erzählen von einem Dragon, der den großen Vogelkönig ganz allein besiegt haben soll. Immer dieser Vogel. Wir müssen bestimmt gegen den Vogel kämpfen. Ihr werdet ein Exemplar jedes Buches, das jemals geschrieben wurde, in der großen Bibliothek von Saronia finden. Ksch, geht weg! Die Bibliothek ist geschlossen. Und dann schleichen wir uns hinten. Na, okay, dann nicht. Menno. Gibt's hier so Geheimgänge oder so? Ich zoome immer gar nicht ran. Können wir nichts machen? Das will ich doch gar nicht. Hm. Ja, wie, hier ist jetzt gar nichts? Dann müssen wir einfach zum Schloss zurück. Was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir uns jetzt durch den Turm kämpfen? Hier. Prinz Alus! Trete zurück und lasst mich vorbei. Das darf ich nicht, Hoheit. Der König hat euch offiziell verbannt. Was? Der König ordnet an, sie durchzulassen? Ich bitte um Verzeihung, Hoheit. Ihr dürft nun eintreten. Was jetzt? Was? Der hat einen Boomerang. Bitte ruht euch hier über Nacht aus. Eure Audienz mit dem König ist für morgen angelegt. Gute Nacht. Schläfst du schon? Mit wem redet er denn? Du. Ist doch eine ganz super. Ach, mit Ark. Mhm. Prinz Arnus und Ark. Nein, noch nicht. Ich frage mich, was mit Vater geschehen ist. Warum würde er seinen eigenen Sohn verbannen? Meinst du, er liebt mich nicht mehr? Das wäre riesig traurig. Hoheit. Ich schlafe noch immer mit Klamotten. Kein Vater würde jemals aufhören, seine Kinder zu lieben. Euer Vater muss einen guten Grund haben. Verzagt nicht. Der König wird euch morgen bestimmt alles erklären. Wahrscheinlich hast du recht. So, und jetzt leg dich hin, Prinz Alus. Wer kommt denn da? Im Schlaf. Oh mein Gott! Alus, nun ist es an der Zeit zu sterben. Vater, was machst du da? Der ist ja verrückt, der Vater. Genau, was machst du? Wieso hast du es nicht zu Ende gebracht? Töte ihn. Vater! Vater! Jetzt bin ich von deinem Zauber erlöst. Der bringt sich selber um. Wie hast du ihn gebrochen? Ich würde eher sterben, als meinem Sohn ein Leid anzutun. Dein Plan ist vereitelt. Nun gut, mach was du willst. Dann gehen wir jetzt zu dem Teil über, wo ich euch alle töte. Prinz Alus, trete zurück, wir werden das erledigen. Yeah, wir sind die vier Krieger des Lichts. Oh, scheiße, da ist der Vogel. Oh, scheiße. Ja, okay, Opferung.
Mache ich mal Magie lieber. Obwohl, ein Angriff hält er bestimmt aus. Feuer. Als Gelehrter war halt cool, da konnte man ihn analysieren, ne? Ja, das hat ja nichts gebracht. Blitzgewitter. Oh oh, ich hab ein bisschen Schiss. Oh oh, oh oh, oh oh, scheiße. Oh nein, einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Was haben wir denn mal so? Beruhigungsmittel. Vielleicht sollte er mal ein Beruhigungsmittel nehmen. Haben wir nichts mehr so an coolen Sachen, die wir hinschmeißen können? Die waren immer so cool bei solchen Kämpfen. Aber ich sehe auch nichts. Ja, dann nimmst du meine Heilportion, wa? Du rüstest dich mal aus mit, nicht einem Eisenpfeil, sondern heiligen Pfeil. Und beschießt den nochmal. Du musst auf jeden Fall mal eigentlich die Leute heilen hier. Das sieht ganz schön übel aus, muss ich ja mal so sagen. Ich glaube, noch eine Runde schaffen die nicht. Ja. Refia macht das schon. Die schafft das schon. Ganz alleine. Hey Leute, ihr seid zwar alle tot, aber ist doch egal, ich schaff das. Ja, scheiß drauf. Ja, und nochmal. Ja, toll. Ja. Okay. Der Vogelmann ist ganz schön stark, wenn ich das mal so sagen darf. Und von daher werde ich diesen Part jetzt beenden und mich dem Vogelmann dann das nächste Mal widmen, nach entweder noch mehr Training oder besserer Taktik oder ich weiß auch nicht, überleg mir da was. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.